Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed mit Tritaid. Ja, Spielladen. Ich hoffe, ich nehme das auch gerade auf. Bin gerade gar nicht mehr so sicher. So, wir waren auf Rexxas Prime nach einer knappen Stunde Spielzeit. Wie man da gerade sehen konnte. So, Ladebildschirme. Immer wieder interessant. Vor allem, wenn man die Tipps schon kennt. Beziehungsweise, was da sonst noch so kommt. Kennen wir schon aus Star Ruler. Da haben wir auch mal Ladebildschirme mit langweiligen Tipps drauf. Ja. Langweil. Ah, endlich, es geht weiter. Erstmal zwei Gegner. So, schnell reagieren, töten und den auch töten. So. Oh, das ist kein Gegner für uns. Die sind echt toll. So. Und die kann man, glaube ich, ja, die kann man zur Explosion bringen. Und ja, war hier sonst noch irgendwas? Ist hier irgendwas, was man aufmachen kann? Wollen ja keine Holocrons verpassen. Haben wir draußen schon eins gefunden in der Corvette. Da ist doch ein Hohlraum. Hier, direkt dahinter. So, und naja. Ist auch nichts. Nee, wir können hier offensichtlich nichts irgendwie bewegen. Hier geht's lang. Ja, nochmal. So und reinspringen. Ja, so. Die Scanner empfangen keine Energiesignaturen von diesen Ruinen. Es ist, als würden sie angetrieben von. Ja, komm ich nicht drüber. Also, wieder Battle gegen Druiden. Kennen wir schon. Haben wir auch schon hier unsere tolle Strategie gegen entwickelt. Die sieht so aus. Hey, 1, 2, 3 und... Alter, jetzt habe ich hier alle so im normalen Nahkampf weg und komme überhaupt nicht dazu, einen tollen Angriff einzusetzen. So ein Kombo oder sowas. Ja, scheiß rhodianischer Elite. So, der ist tot. Schwerer rhodianischer Verteidiger. Was ist das denn für ein behinderter Name für einen Typen? So, uns fehlt es nach wie vor an Leben. Mal gucken. Skiff kann wegfahren. Einen Typen auch in die Asche. Aber wie es aussieht, haben wir schon alle Skiffs getötet, die wir töten müssen. So, 10.000 Machtpunkte. Was war das mal für ein Schiff? Fragezeichen. Egal, das muss uns jetzt momentan nicht kümmern. Wir gehen zurück zur Corvette, da wir da ja offensichtlich nicht weiterkommen und gucken mal hier oben nach. Ja, genau. Kann ich jetzt nochmal hoch irgendwie? Ah, da ist irgendwas. Hat er noch mehr geworfen? Nein. 1, 2, 3. Ah, ich dachte, doch. Ich kann auch in das Schwert rübergehen. So. Und reinhauen. Ende. Bomben wir hier vorne mal rein. So, interessant. Kein Holocron auf der anderen Seite, aber dafür ein weiter Weg. Was ja auch schon mal was ist. So, dürfen wir mal sterben gehen. Warte mal. Alles überprüfen nach Secrets. Nein, auch nicht. Okay. Hier, links, rechts, nein. Hier, links, rechts, nein. Wollt ihr mich hier töten? Könnt ihr haben. So, ist auch nichts Interessantes. Ist auch nichts Interessantes. Ist doch nur Raum nach Raum ohne irgendwas. Das ist doch, Mist ist das. Ah, da kann man hoch. Und da kann man nach unten lang. Hier ist ein Holocron. 10.000 weitere Machtpunkte. Sehr schön. Steigen wir bald mal wieder auf, wenn wir so schnell weiter Machtpunkte sammeln. Und ein Video. Interessant. Nein, kein Video, ein Ladebildschirm. Uninteressant. Sehr uninteressant. Aber nun ja, man kann ja nicht alles haben. Zum Beispiel ladebildschirmfreie Spiele. Ach.
irgendwie fällt mir gerade echt nichts ein, was man jetzt labern könnte. Merkt ihr ja vielleicht auch, ich bin ein bisschen still gerade. Das liegt nicht daran, dass ich mich irgendwie konzentriere, sondern ich bin gerade schlicht und ergreifend nicht drin, wie ich das jetzt formulieren würde. So. Wer hat es gewagt, ein Fass nach mir zu schmeißen? Der Typ hat das. Alright. So, tot und... Der ist auch erstmal ausgeschaltet. Der fällt sogar in den Abgrund. Ja, tut er. Aha. Und wir sind tot. Warum? Scheiß Typ mit Minigun. Ich hasse sie. So, noch ein Anlauf. Sprint, Glas weghauen, runtergehen, Typen runterwerfen, in den Abgrund, so wie den da. Weiter nach vorne laufen, den Typ auch in den Abgrund kriegen. Und den da links ausschalten. So, auch mal wegen einem kleinen Machtschub. Dann den nehmen, hier hinstellen. Und jetzt müssen wir den nur noch alle niedermetzeln, ohne dass wir dabei drauf gehen. Was ja prinzipiell machbar sein sollte. Hoffe ich. So, stirb, komm schon. Gott, das sind nur ein paar Rodianer, ey. Ich bin ein Sith Lord, die können mich nicht vernichten. Was denken die sich eigentlich? Scheiße, sie haben mich vernichtet. Das ist so krass, scheiße. Ja, wie soll man gegen 5 Miniguns von allen Seiten da irgendwie überleben? Die schießt halt doch einfach weg. War das nur ein Grafik-Fail oder war ja gerade wirklich ein Holocron? So, und den töten wir jetzt mal wieder. So, wir brauchen jetzt eine neue Strategie. Nehmen und gegenwerfen. Funktioniert. So, wir haben ja noch mehr hier. Den können wir nehmen und da ganz hinten gegenwerfen. Gegen Leute. Da haben wir irgendwen gerade getroffen. Der ist auch tot. So, da kommen wir schon mal ohne allzu viel Leben zu verlieren hier rüber. So, das werfen wir jetzt noch. Nicht in den Himmel, nach den Typen hier. So, tot. Und auch tot. Und auch tot. Jetzt zumindest. Da ist noch einer. So. Und schnell hier. Weggeskillt. Noch. So, tot. Und da ist der letzte. Den nehmen wir uns einfach trotzdem mal ein bisschen auf den Boden. Und dann werfen wir gegen die Wand. Weil wir es können. So, hier macht Stoß. Nehmen. Ah, nach innen muss man das öffnen. Interessant. So, und drüber springen. So. Hey. Ja. Speichern und... Oh nein, es sind noch mehr von denen. So ein ganzes Camp sozusagen. Und die Tür ist da eingestürzt, hier nach hinten. Und Holocron. Holocron da hinten, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich muss jetzt nur noch hier 100.000 Typen töten, dann komme ich da auch hin. So, der ist tot. Da, Holocron. Wobei, nein, warte. Holocrons heilen unser Leben wieder voll. Das heißt, wir warten jetzt hier, bis wir es brauchen. Und dann holen wir uns das Holocron. Jetzt zum Beispiel. So, ein kleiner Sprint. Darf nicht zu oft sprinten, sonst kommt er wieder Windows und fragt, willst du die Feststelltaste aktivieren und so. Und das wollen wir nicht. Also weder die Feststelltaste aktivieren, noch irgendwie das Windows uns das fragt, weil dann stürzt die Aufnahme wieder ab und so weiter. So. Weggehauen. Ja, und auch weggehauen. Ja. Jetzt habe ich keinen von beiden effektiv vernichtet. So. Java töten. Den Typ töten. Das ist hier irgendwie ein bisschen viel Kreuzfeuer für meinen Geschmack. Den bin ich auch. So. Den noch weg. So. Und den da vorne betäuben. Und in die Wand schleudern. Weil wir es können, auch wenn es das jetzt zusätzliches Leben gezogen hat. Den schnell blitzen. Und da sind immer noch zu viele Gegner. Der ist tot. Hier oben sind noch welche. Schaden gesteigert. Sehr schön, jetzt können wir die mit fast einem Schlag töten. So, hier runter. Den schnell töten.
Ja, was sind ja keine große Bedrohung. Ist ja noch irgendwo da noch ein Hologramm. Ich war mal an so schweren Stellen gezogen, mal welche. Macht-Kombosphäre. Sehr schön. Hast du irgendwo einen Typ zum Töten? So, der ist ausgeschaltet. Und ja, das ist unser Ziel. Der Reaktor. Den können wir aber nicht holen, da ist ein Kraftfeld vor. Also gehen wir, wie uns das Spiel vorhin so wunderschön gezeigt hat, hier lang. Ja, machen wir. So, das ist ein Aufzug. Also runter und dann gucken. Nein. Dann hier entlang. So. Explodiert das jetzt? Wir haben das hier abgeblitzt. Ja, ist explodiert, tatsächlich. So, also der ist tot und das war nicht gut. Aber wir können dafür ja jetzt... Ist das ein Sternjäger? Ja, das ist einer von den, nicht Delta 7, sondern der späteren Version von Jedi-Sternjägern. Ach, wundervoll. Kleines Teil. Ich wollte eigentlich den ganzen Sternjäger nach denen werfen. Ah, gut. So, wo sind meine Feinde? Da sind meine Feinde. So. Das hat niemand getroffen. Schade. Ja, da steht ja auch niemand. Also, Glanzleistung mal wieder meinerseits. Und in der Mitte ist ein Holocron. Wir killen ihn jetzt noch nicht, denn wir heben uns wieder das Holocron auf, für wenn wir Leben brauchen. So, den kippen wir einfach schnell in den Abgrund. Ja, da hat sogar schon ein Schub gereicht. Und jetzt können wir uns den der hier gerade runtergefallen ist. Macht Talentsphäre. Sehr schön. So, Lichtschwertstoß, der ist tot. Langer Fallbonus, cool. Das explodiert nicht. Das hält das aus. Und wir sind wieder oben. Wir müssen hier doch irgendwas machen, oder? Ich glaube, das bewegen. Da kommen so Blitze und so. Und Energie und alles. So. Auf jeden Fall war es gerade ein Checkpoint. Und hier ist auch irgendwas mit Video. Oh, toll, wieder neue Leute. Aber der Energiegenerator ist kaputt gegangen. Und hier hat gerade ein Skiff, das neue Leute absetzen will. Hier angezeigt im Video. So, tot. Sehr schön. Nehmen und... Ja. Das war gerade selten toll. So, da ist noch ein Hologramm. Sehr schön. Und da ist noch so ein Vollidiot. Und tot. Und tot. Und tot. Und Holocron. Yay. Willkommen. Komprimierter gelber Lichtschwertkristall. Sorry, aber gelb ist nicht so meine Farbe. Eher schwarz oder blau oder... Ja, rot einfach, weil es momentan passt. Nicht, weil ich es toll finde. So. Ich glaube, man kann nachher sogar einen schwarzen Kristall finden. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Es gibt auf jeden Fall irgendwo mal eine Stelle, wo ich glaube, einen schwarzen Kristall schon mal gespielt zu haben. So, nehmen. Tot. Auch tot. Ist ja noch irgendwo Holocron oder sowas. Kann man Blitz drauf machen. Hier irgendwo. Nein. Holocron. Nicht. Okay. Wobei, warte mal. Hier links geht es lang. Zeig mir die Minimap gerade ganz deutlich. Hier ist irgendwo noch weiter Weg. Hier hinten. Ja, weiter Weg, ja. Holocron leider nein. Behindert. So, und dann hier rein. Und jetzt müssen wir den Fahrstuhl nach oben nehmen, glaube ich. Dann können wir da durchs Plunderlager durch. Schon mal blocken. Wer weiß, wer eigentlich hier abknallen will. Vollidioten. Werfen nach mir mit langlosen Gegenständen. Und wir brauchen neues Leben, ganz offensichtlich. Wir werden nämlich gerade ein bisschen in Stücke geschossen. So, haben wir zwei von denen tot. Lass mal irgendwo in Deckung gehen. Da oben, da sind sie. Wenn sie hier warten, sollten wir denen eigentlich ihre ganzen Schüsse zurück in ihre hässlichen kleinen Gesichter spiegeln. So wie jetzt. Und dann sind die gleich tot. Oh, nee, das ist lame.
freut mich auch das neue Jahr, müsst ihr wissen. So, nicht den, sondern den. Und und der ist auch tot. Hey, ich dachte, du bist tot. So, geht doch. Kann sich nicht mal auf seine eigene Tastatur verlassen. Hinterhältig verraten hat sie mich. Wollte meine Feinde am Leben erhalten. Ich glaube, wir sind gerade aufgestiegen, wenn ich mich richtig erinnere. Das bedeutet, wir können jetzt Machtgriffe erweitern. Toll, wir warten auf Machtblitz. Hier holen wir uns Schwertbeherrschung auf Maximum. Dann machen wir noch mehr Schaden. Und hier mal gucken, was gibt's denn hier so. Mal weiter unten, da sind die richtig mächtigen. Können wir da noch nicht. Luftangriff. Lichtschwertschlag. Links, 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 E. Ah, stimmt, die Kombo ist das. Dann können wir hier links, 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 E halten. Sehr schön. Und dann können wir jetzt hier diesen ganzen Baum antypen. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Kombo, generell. Können wir jetzt aktivieren. Ich suche mal ganz kurz einen Gegner, also so ein schwerer rhodianischer Verteidiger. Sollte da dann ganz gut passen, der die aushält. Denn man muss ja erstmal drei Schläge einstecken und dann noch die Kombo aushalten, damit ich die effektiv demonstrieren kann. Du bist das ideale Ziel. 1, 2, 3 und BAM! So. As easy as that. Und jetzt springen wir hier runter und gehen weiter. So. Kugeln nehmen und uns nichts nerven. Ach cool, da sind diese Teile drin. Wenn man die dann nimmt, dann explodieren die jetzt, oder? Ja, behinderte kleine Drohne. Hasse dich. Bist ein Roboter. Noch so eine Drohne. Zwei Blitzschläge rein, ist ja auch tot. Abfalldrohne. Naja. Ja. Ein fettes, goldenes Teil und eine Schubdüse. Achso, die soll das Teil durchschmelzen und das runterkippt. Ich verstehe. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang. Nein, nicht schon wieder die Typen. Bam! Und stirb, dreckiger Vollidiot. Ja, wir haben halt noch die ganzen Angriffskombos, die man dann... Also man lernt dann halt mit dem ganzen neuen Kombo-Zweig, den ich da jetzt freigeschaltet habe, mögliche Angriffe, die man dann ausführen kann, wenn die in der Luft sind. Also dann so... gibt's dann Luftblitzstoß und Luftschlag und Luftangriff und noch Kombis aus allem. Das wird dann zum Teil richtig stark. Da müssen wir aber noch gucken. Ach, das ist so eine Drohne, die ziemlich Machtenergie. Glaube ich. Die ist gerade einfach so runtergegangen, als mich das Ding erfasst hat mit dem Strahl. So, jetzt ist hier der Antrieb überladen. Und dann sollte das Teil jetzt schmelzen, eigentlich. Oh, ein fetter Roboter. Ein ziemlich fetter Roboter. Mit einem hässlichen, nicht eingebauten Zahnrad als Knie. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. So, 1, 2, 3 und draufhauen. Schwertschlag, aber der Typ hat es überlebt. So, jetzt ist er tot. Wir battlen uns zunächst mal mit diesem Roboter. Würde ich sagen. Das sieht nicht schön aus, was er macht. Hat auch eine Explosion gegeben. So, wir gehen jetzt erstmal in die Luft und hauen ein bisschen drauf, weil wir es können. Und weil er uns hier hoffentlich nicht erwischt. So. Bisschen Leben ziehen wir ihn ja schon mal. Und er zieht uns auch schon mal ein bisschen Leben. So, strategischer Rückzug zum Holocron. So, mehr Machtpunkte und dreckige Drohne. So, stirb. Wo ist der Golem? Da ist er. Richtig fettes Ding hier. Das war gerade eine ziemlich intelligente Aktion, muss ich sagen. Einfach so erstmal kaputt trampeln lassen, weil wir ja sonst keine Hobbys haben. So, da hoch. Hab ich doch hier, ich hab's gesehen. Das Holocron. Ich kann ihn nicht von mir verbergen. 1, 2, 3. So, bisschen mehr Leben. Und jetzt gucken, dass wir, während wir hier noch Schaden gesteigert haben, ein bisschen Schaden auch anrichten. Ah, sehr schön. Cool. Ich kann nicht ganz verstehen, was das mit Blitz zu tun hatte. So. Und war's das? Yay, Schrott-Titan. Toller Name. Hoffentlich war es der letzte.
Auch wenn mir irgendeine innere Stimme sagt, dass es nicht der letzte war. Hoffen darf man. So, jetzt hier und dann. Yay! Einfach mal ein bisschen rumbewegen in alle Richtungen. Und tatsächlich, man kann was damit machen. Was war ein Schiff? Oder was soll das darstellen? Naja. Da ist ein neuer Roboter auf jeden Fall gespawnt. Die spawnen hier ja fleißig überall. Den nehmen wir doch direkt mal gebührend in Empfang. Bam! Sith, Schwert, Hieb. Und dann abstechen. Sehr schön. Wir haben gerade eine Machtkommosphäre erhalten. Das heißt, wir können theoretisch jetzt hier eine von diesen ganzen tollen Kombos holen. Und ich hole jetzt einfach mal die erste, damit ich die habe. Luftschlag bringt was anderes. Ach, das sind alles noch ganz andere Sachen. Ja. Luftangriff. Da können wir den dann erstmal schon halten. Und dann können wir noch Stoß, Schock, Wurf und Schlag. Das sieht irgendwie lustig aus. Aber auch kompliziert. Das sieht auch so mäßig toll nur aus. Das ist schon einfacher. Auch schon einfacher. Und das holen wir uns jetzt, denn dann können wir Gegner mit dieser Kombo auch schon effektiv töten. So, indem wir sie einfach dann in der Luft weiter töten. Ja, weiter draufhauen. Egal. So, mir ist gerade aufgefallen, man kann das da oben irgendwie als Ziel erfassen. Wenn wir das jetzt überladen, was passiert denn dann? Oder so, oder? Kann man das nehmen? Sogar? Das ist so vielleicht. Naja, ist mir jetzt auch egal. Es wird schon nicht irgendwie so ein Holocron da drin versteckt sein. Was interessiert mich dann doch irgendwie? Was kann ich damit machen? Den Ding. Ah, egal. Wir haben keine Zeit dafür. Wir müssen nämlich weiter. So und so und über den Abgrund. Und da drauf wahrscheinlich. Schaffen wir das? Ja, schaffen wir. Ah, Checkpoint. Sehr schön. So. Das ist jetzt irgendwie gerade eine scheiß Situation, wenn ich ehrlich bin. Aber wir sind ja mit in unserer Kombo abgebrochen worden. Und wir sind tot, weil wir es können. Niemand kann so toll sterben wie wir. Kann man es eventuell in diese Folge hier einbringen? Irgendwie so, niemand kann so toll sterben wie wir. So als Folgentitel oder so. Naja, ich wollte eigentlich den Titel der letzten Folge schon so mit Tod und Verderben in Verbindung bringen. Also unserem Tod und unserem Verderben, wenn ich jetzt so erste Tode oder irgend sowas in der Richtung. So ein ganz poetischer Titel. So cool, wie man das halt von mir kennt. So, der ist jetzt gestorben. Wegen langer Fall und so. Und, sieh mal einer an. Mal wieder so ein goldenes Teil, das wir bewegen dürfen. Das sind eigentlich immer golden und schimmernd blau. Mich sähe das eher nach radioaktiv aus, als dass ich da jetzt vermuten würde, dass ich irgendwas damit machen soll. Komm schon, bitte sag mir, dass ich jetzt nicht tot bin. Ich bin jetzt tot. Yay. Ja. Und wir sind wieder da. So. Das nehmen wir dann wieder und schmeißen das gegen die, weil das letztes Mal so wundervoll funktioniert hat. Und dann können wir uns den jetzt auch hier wieder erstmal abstechen. Und dann weiter. Ah, sehr schön, wir können es auch von hier aus machen. Egal. Wir haben gerade Wichtigeres zu tun. So, der ist tot. Abfallwächter. Braucht schon einen Wächter für seinen Abfall. Erneuter Beweis, wie verrückt Katzenapparatus ist. So, betreiben. Und draufhauen. Und in den Abgrund. Nächster Part. Wir springen hier rüber. Diesmal etwas weiter vom Abgrund entfernt. So. Das Teil runterziehen, dass man darauf landen kann, damit wir da rüberkommen. So, so. Ich weiß nicht, ob man hört, dass ich auf dich hier die Maus nehme, aber naja, auf jeden Fall ist das okay so. Das Blitzen wegwerfen und aus dem
Sinn verschwinden lassen, weil es im Weg rumlag und wir die Machtenergie haben und die sich eh wieder regeneriert und jetzt sehr schön getroffen. Und rüber und exzellent. Das ist minös. Interessant. Man kann aber auch hier lang. Was ist dann das hier? Holocron. In loving it. So, das kommt runter. Und... ah, hier ist noch direkt eins vor uns. So, das kommt runter. Muss man da wohl so ein kleines Jump'n'Run für ein Holocron. Ich hoffe, das ist wenigstens wert. So, das kommt da runter. Und das da hinten kommt noch runter. Oh, haben wir schon mal direkt unsere Machtenergie hier überladen. Komm schon, ey, es kann doch nicht so schwer sein, ein scheiß Teil mal runterzubiegen. Macht euch hier darauf gefasst, dass ich ein paar Mal krepiere, Leute. Jump'n'Runs sind meine Stärke. Und diese Teile hier vorne scheinen ja auch besonders stark zu sein. So, von der Stabilität her. Und geschafft. Sif-Robe. Ah, cool, eine neue Robe. Kann man hier übrigens machen. So Roben. Ja, toll. Sehr schön. Haben wir hier so Geistschüler oder republikanische Truppe oder Tatooine Luke oder Nutzkampfanzug. Kenobi. Animationsstil. Hässlich. Die sind irgendwie alle ziemlich hässlich. Wenn ich mal ehrlich bin. Darth Sion. Kommandoeinheit. Gefisto. Jedi-Ritter. Luke Skywalker. Ja. Die sind alle irgendwie total hässlich. General Starkiller. Oh. Sind wir ja später mal Sith-Attentäter. Oh, das sieht cool aus. Das sieht nicht so cool aus. Das hat was, aber nicht wirklich mein Stil. Dunkler Schlachtpanzer. Auch lustig, aber wir haben ja gerade Sith-Robe freigeschaltet. Wo ist die? Hier unter den hier irgendwo. Da. Oh. Das ist ein cooler Skin, formulieren wir es mal so. Egal, ich spiele jetzt noch nicht mit Skins, machen wir nachher vielleicht irgendwann mal. Wenn ich mich dann noch daran erinnere. So, ich kann kaum glauben, dass ich noch kein einziges Mal hier runtergefallen bin. Ah, es war gerade knapp. So, und dann hier hoch und da wieder drauf. Wow, ich habe es hingekriegt. Hätte ich nicht von mir gedacht. Und, ah, sehr schön, hatten wir heute noch nicht. Abfallwächter. Und jetzt kommt erstmal alle hier so hoch in die Luft und dann tot und verderben. Ah, toll, ich kann keinen Umkreisstoß. Ist ja voll behindert. So, und du stirbst jetzt erstmal. Und du stirbst und du. Du darfst auch gern krepieren. Mit 3 und draufhauen. Und du auch. So, und noch einer. 2, 3 und draufhauen. Und draufhauen. Tot. Ich liebe es, Typen abzustechen, wenn sie am Boden liegen. Das zieht richtig viel Schaden. Ist hier irgendwo Holocron oder sowas? Nein. Jetzt mal hier über diese Mauer drüber. Immer noch kein Holocron. Da unten. Oh nein, nicht schon wieder einer von den Vollidioten. Sie werden erstmal ein bisschen leben. Durch eine eindrucksvoll gestaltete Kombi. Kombo, nicht Kombi. Nein, er hat uns weggeschleudert. Komm schon, schaffst du. Wir hätten ihn gerade fast wieder betäubt gekriegt. Ah, sehr schön. Wir haben ihn wieder. So, und Q und E. E hatten wir letztes Mal nicht. Ah, ist auch ein anderer Angriff. Stimmt ja, man hat immer unterschiedliche. Also so 2, 3 Variationen pro Gegner, wenn es nicht gerade ein Endboss ist. Endboss macht man in der Regel nur einmal.
Da oben müssen wir durch. Ich würde erstmal sagen, yep, das funktioniert. So gut wie immer. Holocron? Nee, Holocron-Detektor schlägt nicht aus. Ah, hier ist ein Holocron. Und da oben sind noch welche. Könnte man dann eventuell als Anzeichen dafür sehen, dass wir uns dem Unterschlupf eines Jedis nähern. Dass hier überall hier die Holocrons rumliegen. Ach, weißt du was? Da muss jetzt halt der AT-ST hier herhalten. So, von dem aus komme ich dann nicht hoch. Und dann haben wir hier hinten das Holocron. Nochmal 10.000 Machtpunkte und dieses Holocron hier. Komm schon. Yay. Firikan, egal. Nein, ich wollte nicht auf die Datenbank zugreifen. Darf ich bitte Escape drücken? Ja, toll. Interessiert mich nicht. So, wir wollten aus Missionsziele. Geil, wir haben tatsächlich alle geholt. Das ist mal cool. Und Macht-Upgrades. Wir haben jetzt nämlich so eine tolle neue Sphäre. Wir können dann hier den Machtblitz mal auf Stufe 2 endlich. Yay. So. Und jetzt brauchen wir 6 weitere Punkte, um ihn auf Maximum zu bringen. Das ist das nächste, was wir uns da kaufen. Und dann erst fangen wir an mit dem Ganzen an. Wir haben noch einen neuen Energiekristall. Hätte ich beinahe vergessen. Robert und dann Ferikan. Lichtschildangriffe können mehr elektrischen Schaden bewirken. Holen wir uns. Wir lieben elektrischen Schaden. Denn den machen wir sowieso schon die ganze Zeit. Hier mit unserem 1, 2, 3 und bam. Und wenn der dann stärker wird, dann ist das doch schon mal was.